Bonjour Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, was es so für Körner und Samenarten gibt, die man so seinen Ameisen, vor allem Körner sammelnden Arten, füttern kann. Ich möchte euch dabei zeigen, was für Körner ich natürlich selbst fütter, wie oft ich fütter und wie ich halt auch fütter, also wie das dann bei mir aussieht. Und ich will euch auch natürlich sagen, welche Körner ich kaufe und welche ich auch selbst sammle. Ich wünsche euch viel Spaß und würde sagen, wir fangen auch direkt an. Wir starten mit dem Chiasamen. Ich denke, die meisten kennen Chiasamen, ist also eine Samenart, wie der Name auch schon sagt. Das sind eher kleine Körner, die wir hier haben und die persönlich kaufe ich. Ich sage da jetzt keine Marke oder keinen Supermarkt, die gibt es eigentlich überall. Beim Kauf einfach darauf achten, dass es wirklich am besten Bio ist. Das liegt einfach daran, dass wir unseren Ameisen ja doch nicht unbedingt das geben wollen, was die meisten Pestizide hat. Deshalb einfach mal gucken, dass es Bio ist. Dann ist es nämlich noch besser für die Ameisen. Die sind bei meinem Messor auch sehr beliebt. Also es gibt natürlich nicht nur Messor, die Körner sammeln. Es gibt ja auch noch andere Körnersammler. Aber bei meinem Messor sind die auf jeden Fall sehr beliebt. Für die, die sich jetzt fragen, warum brauchen die denn Körner? Ameisen brauchen aus dem Grund Körner, da sie ja dies halt in Zeiten, wo es weniger Nahrung gibt, als Nahrung verwenden. Die Körner werden in ihren Nestern gelagert und dann, wenn sie Energie brauchen, wenn sie halt ihre Reserven aufbrauchen müssen, im Winter zum Beispiel oder auch wenn sie halt mal weniger Futter finden, dann wird mit Wasser aus diesen Samen Ameisenbrot hergestellt. Also da wird das einfach mit Speichel und vielem anderen Zeug sozusagen vermischt und dann wird es immer wässriger und dann haben die halt sozusagen wie so ein Brot und essen das dann selbst, verfüttern es an ihre Brut und versorgen sich so mit Energie. Weiter geht's mit Quinoa. Ich denke vor allem die Veganer oder Vegetarier unter euch kennen ihn. Das ist ja auch eine sehr pflanzliche Proteinquelle. Auch der ist bei meinem Messor sehr beliebt. Sie nehmen ihn an. Ich habe ihn jetzt noch nicht so oft gegeben, aber habe es mal ausprobiert und höre auch von anderen, dass sie ihn gerne nehmen. Und das ist auch bei mir der Fall. Beim Quinoa würde ich nur aufpassen, dass ihr natürlich noch ein bisschen mehr Wasser gebt als sonst sozusagen. Also die Messer brauchen natürlich für die Körnerherstellung generell viel Wasser, weil die das ja mit ihrem Speichel und allem machen. Aber vor allem beim Quinoa brauchen die vielleicht noch ein Stück mehr Wasser, kann ich mir vorstellen. Das liegt einfach daran, dass Quinoa doch noch ein bisschen trockener ist als andere Samen und Körner. Und dadurch muss natürlich mit mehr Feuchtigkeit gearbeitet werden. Also da aufpassen, dass ihr genug Wasser gibt, aber das ist generell beim Messor und generell bei Lebewesen eigentlich wichtig. Ich hole mir auch diese Körnerart im Supermarkt, die werden in Deutschland gar nicht angebaut. Den gibt es natürlich auch einmal hier so einfarbig, so weißlich, wie ich ihn habe und dann natürlich auch nochmal dreifarbig. Was ihr da nehmt, ist denke ich egal, da ist glaube ich auch fast nur die Farbe ein Unterschied. Also ich denke, das ja, ist interessiert die Messor jetzt nicht so stark. Hier haben wir jetzt auch schon die Leinsamen. Das sind so kleine braune Samen, wie man denke ich auch unschwer erkennen kann. Auch die kaufe ich mir, die gibt es günstig im Supermarkt. Wie gesagt, auch dort darauf achten, dass sie halt bio sind wegen den Pestiziden. Sicher ist sicher, wir wollen ja nicht, dass unsere Ameisen sterben. Bei meinem Messer sind die auch sehr beliebt, also die werden immer direkt mit als erstes genommen und ins Nest getragen. Und dann zu Ameisenbrot verarbeitet oder eingelagert. Also auch eine super Quelle für die Ameisen an Energie und weiterem. Hier habe ich jetzt den Löwenzahn bzw. Löwenzahnsamen. Die sammle ich mir tatsächlich immer selbst im Frühjahr in der Natur. Da einfach aufpassen, wenn die Löwenzahnblumen dann langsam ja, halt ihre Samen bilden und zu so Pusteblumen werden. Einfach zugreifen. So sieht das hier bei mir aus und ich will euch auch jetzt erstmal zeigen, wie das so bei mir aussieht, wenn ich die sammle und wie ich auch den Pflaumen abbekomme. Also im Frühjahr begebe ich mich dann hier
auf solche Wiesen. Ich denke, man erkennt da den Löwenzahn und auch schon die ersten Pusteblumen. Ich persönlich gehe auch immer mehrmals im Jahr hin, wenn es halt die ersten Löwenzahnblüten gibt, dass ich die schon absammle, beziehungsweise halt die Pusteblumen. Und wenn dann die restlichen auch noch reif werden und geerntet werden können, sammle ich mir die auch noch ab. Ich habe dann immer hier so einen Behälter mit, einfach so einen Standardbehälter, wo man was drin sammeln kann. So sieht das Ganze dann aus. Ich gehe dann einfach zu den Pusteblumen und pflücke mir die dann ab. Ich nehme die einfach so mit der Hand und packe sie dann da in den Behälter. Das wiederhole ich natürlich ganz, ganz, ganz oft. Ja, einfach so von der Blüte abmachen. Mit einer Hand jetzt geht es natürlich nicht ganz so, wenn man kein Stativ dabei hat. Und dann kommt das hier auch einfach in den Behälter rein. Man könnte den Pflaum jetzt dran lassen. Allerdings ist dann vor allem bei so einer großen Kolonie wie bei mir sehr schnell die Arena voller Pflaumen und sehr verdreckt. Deshalb brenne ich das persönlich immer noch ab. Das sieht so aus, aber das Abbrennen ist wirklich sehr, sehr mühsam und dauert lange und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Deshalb empfehle ich euch nicht, diese Variante zu machen, die ich gemacht habe, so mit dem Abpflücken und so. Ich werde euch gleich noch eine zeigen. Auch die ich hier habe, dass man das so zwischen den Händen reibt, kann man alles machen. Ja, so mit rauen Handschuhen das Ganze zwischen den Händen abreiben, den Pflaumen, dann bleiben auch nur noch die Körner übrig. Ist auch eine Möglichkeit, aber alles sehr mühsam. Und auch wenn man dann da am Ende einen guten Vorrat hat, zeige ich euch jetzt die Variante, die ich am Ende für mich als Bestes entdeckt habe. Und zwar ist das ganz einfach, dass man mit einem Feuerzeug direkt an den Pflanzen das Ganze abbrennt. Ja, dann pustet man nochmal ganz leicht dran, dass der Pflaumen noch ein Stück mehr abgeht. Und dann kann man so die ganzen Samen einfach in die Hand lesen, alle da abmachen und dann in seinen Behälter tun. Also das ist auf jeden Fall die beste Variante. Wenn ihr noch eine andere Möglichkeit kennt, wie ihr den Pflaumen abbekommt, gerne unten in die Kommentare damit. Das würde mich auch interessieren. Sonst sieht er dann jetzt hier fertig so aus. Auch der ist bei meinem Messer sehr beliebt und wird da verwendet. Wie gesagt, die nehmen alles. Habe ich jetzt noch nichts bemerkt von dem, was ich fütter, was sie nicht nehmen. Da ich den in der Natur sammle, eigentlich sogar bei mir im Garten, weiß ich, dass da nicht mit Pestiziden gearbeitet ist. Aber man sollte ihn trotzdem, wenn man aus der Natur sammelt, nicht direkt an der Straße sammeln, sondern eher irgendwo mitten auf dem Land. Wenn ihr in der Stadt wohnt, fahrt ihr halt mal ein bisschen aufs Dorf raus. Nicht direkt an der Autobahn, sondern schon ein bisschen weiter weg auf der Wiese. Denn sonst sind da noch viele Abgase und sowas da dran. Und das ist natürlich genauso schlecht wie Pestizide. Deshalb da einfach ein bisschen drauf gucken und dann sollte das auch passen. Mohn habe ich auch noch ein bisschen. Also ihr seht hier schon, der ist auch noch mit Leinsamen vermischt. Den habe ich auch draußen in der Natur gesammelt. Aber ich sage es euch, wie es ist. Es ist wirklich sehr, sehr mühsam, den Mohn zu sammeln und es springt doch wenig dabei raus. Das heißt, kauft euch den oder füttert einfach keinen Mohn. Ja, also es ist schon sehr mühselig, den zu ernten. Da ist das Kaufen doch wirklich besser. Und als letztes habe ich jetzt hier auch noch Getreide. Auch das sammle ich mir in der Natur. Ich habe das hier auch jetzt in zwei Varianten. Ich habe hier einmal die Variante, die ich noch bearbeiten muss sozusagen, dass es dann so aussieht. Das ist doch immer relativ mühsam. Aber auch das sammle ich mir natürlich in der Natur. So Mitte Sommer oder im Spätsommer, wenn das Korn, das Getreide halt reif wird und auch schon die ersten Felder abgemäht werden, sammle ich mir das, dann ist es auch reif. Da muss man natürlich sagen, können Pestizide dran sein, denn ich weiß nicht, ob bei mir die Felder in der Umgebung biologisch angebaut sind. Das ist natürlich so, das kann man nicht ändern. Ich persönlich habe bis jetzt noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe die letztes Jahr schon an meinem Messer verfüttert und konnte dann nicht feststellen, dass sie daran gestorben sind, weil es ihnen gut geht, weil sie leben. Ja, wenn ihr die sammelt in der Natur, auf jeden Fall auch nicht zu nah an der Straße, bisschen weiter weg, auch wenn dann natürlich noch mit Pestiziden gearbeitet werden kann. Ich pflück mir die meistens hier so ab, was ich euch auch jetzt mal kurz zeigen werde. Im Sommer, wenn die Felder geerntet werden, begebe ich mich dann also
auf solche Wiesen. Bei mir war es dieses Jahr sogar schon so weit, dass das Feld geerntet wurde. Aber am Rand standen noch ein paar Getreidesachen da. Die waren noch übrig. Und auch da habe ich einfach so eine Dose mit. Ihr seht das hier, so eine kleine Brotdose, wo ein bisschen was reinpasst. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich reiße mir einfach oben das Getreide ab und tue das hier rein, bis ich natürlich genug habe, bis die Dose gefüllt ist. Wenn jetzt manche sagen, ja, ey, das ist doch aber ganz schlecht, es gibt sowieso so wenig Mehl, nimm den doch das nicht noch weg. Also so viel Getreide nehme ich nicht mit, dass das jetzt den Bauern und so zum Verhängnis wird. Ja, da stopfe ich mir mal schön so eine Dose voll und wenn ich sowas dann hierin verwandeln will, das ist schon immer so ein bisschen mühsam, denn ich muss das dann so einmal zwischen meinen Händen reiben, dass das hier alles abgeht. Und dann muss ich hier die Körner rauspicken und die kommen hier alle rein. Dann in die Schale oder halt in den Behälter. Behälter generell, ich habe da ganz verschiedene, ihr habt es gesehen, ich habe solche Behälter, das ist einfach von meinem Vater irgendwelche Behälter, wo man was drin lagern kann. Ihr könnt Brotdosen nehmen, andere Behältnisse. Also da sind euch keine Grenzen gesetzt eigentlich. Und ja, die kommen dann alle hier rein. Da muss man sich schon mal ein bisschen Zeit nehmen. Welche Getreide habt ihr verwendet? Das ist auch egal. Also ob ihr jetzt Hafer oder Weizen oder was es da noch alles gibt verwendet. Vollkommen egal. Das ist, denke ich, den Messer auch nicht so wichtig. Hauptsache, die bekommen Körner. Das dann soweit zu den Getreide, Samen, Körnerarten, die ich verwende. Dann möchte ich euch natürlich auch nochmal zeigen, wo drinne ich mein Messer das Futter gebe. Ich kenne manche, die streuen die Körner einfach in die Arena, aber ich gebe es mein Messer schon noch ein bisschen origineller sozusagen. Und zwar habe ich hier so ein Röhrchen, wie man sieht, ist einfach so ein Plastikrohr und dort mische ich halt einfach alle Körner rein. Das zeige ich euch jetzt erstmal. Ja, also ich verteile die Körner da einfach immer ungefähr gleich. Von jedem etwas kommt rein. Das war ungefähr die gleichen Anteile haben. Aber das muss natürlich auch nicht genau sein. Auch immer je nachdem, wie viel man von was hat, kommt natürlich von dem einen mehr oder weniger rein. Natürlich klecke auch ich dabei mal ein bisschen, das ist halt so. So ist das jetzt hier fertig gefüllt. Ich denke, man sieht es auch ganz gut. Wir haben jetzt hier ganz verschiedenes drin. Man sieht ja die Farben. Dann mache ich mal nochmal den Deckel drauf. Und dann wird das Ganze nochmal gut durchgeschüttelt, dass die Körner sich auch gut verteilen. Da gucke ich einfach, dass ich mal in jede Richtung schüttel. Also ich drehe das mal. Ich schüttel das mal so wild rum. Einfach schön, dass die Körner überall gut verteilt sind. Und die Messer einen bunten Mix bekommen. So sieht das jetzt fertig aus. Alle Körner sind schön vermixt. Und so bekommen das meine Messer jetzt in die Arena. Hier haben wir auch schon meine verrückten Messer. Ihr seht schon, die Arena ist ziemlich voll, die andere auch. Ich glaube, da werde ich mir jetzt in der Diapause von denen dann bald auch was überlegen, wie ich denen was Gutes erweitere. Auf jeden Fall kommen dann hier einfach so die Körner rein. Meine Messer hatte ich dann auch direkt wieder 5 Worker auf meiner Hand. Und ihr seht schon, die beströmen das direkt, aber wir merken auch direkt, hey, das ist Futter. Und nehmen auch direkt die ersten Körner und tragen sie durch den Beckenschlauchverbinder, durch die Schläuche ins Nest. Ihr könnt das hier doch ganz gut sehen, wie die Messer mit den Körnern hier langlaufen und die alle schön wegschaffen. Halt entweder direkt verarbeiten oder erstmal in den Nestern lagern und dann dort später auch brauchen. Damit kommen wir auch schon wieder so langsam zum Ende des Videos. Ich habe euch jetzt hier nochmal alle Körner aufgelistet, die ich zurzeit so verwende, beziehungsweise halt habe sie hier stehen. Wie gesagt, achtet natürlich bei euren Körnersammelnden Ameisen trotzdem
auf die Proteine. Ja, die sind auch vor allem für die Larven sehr wichtig. Bei Messor, die brauchen jetzt kein Zuckerwasser, aber da ist auf jeden Fall Wasser auch sehr wichtig, ganz normales Wasser. Aber ihr solltet trotzdem darauf achten, dass die Nester nicht zu feucht sind, vor allem die Körnerkammern. Denn in den Körnerkammern ist eine zu hohe Luftfeuchtigkeit natürlich eher schlecht, denn dann ziehen die Körner die Feuchtigkeit auf, fangen an zu keimen und dann wachsen ganz viele kleine Pflanzen bei euch in den Nestern. Und das ist natürlich nicht so gut und nicht so geplant. Wenn es ganz blöd läuft, könnten die dann sogar schimmeln, die Körner. Deshalb achtet auf genug Wasser bei euren Messer und generell Körner sammelnden Arten. Aber die Luftfeuchtigkeit sollte nicht zu hoch sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was dazulernen und es war informativ für euch. Und da würde ich sagen, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal.